Heute vor 708 Jahren, also am 24. Juni 1314, schlugen die Schotten unter Robert the Bruce in der Schlacht von Bannockburn eine fast dreifache englische Übermacht vernichtend und erhielten so über lange Zeit ihre Unabhängigkeit. Und damit herzlich willkommen zur Freedom Folge Lehrer Sprechtag mit Alex McBatzke und Martin Wallace. Aber noch mit Gedärmen. Jo, genau. Ja, William Wallace ist zu dieser Zeit, glaube ich, auch schon tot, wenn ich mich recht entsinne. Also zu dieser Zeit, wo diese Schlacht stattgefunden hat. William Wallace ist ja dieser berühmte Freiheitskämpfer, der auch in Braveheart porträtiert wird von Mel Gibson. Und der eben auch in der Nähe von Bannockburn in Stirling ein großes Denkmal hat in Schottland, wo ich auch schon war. Sehr schön da. Also Schottland im Allgemeinen sehr schön, aber auch da Stirling, gute Stadt, kann man empfehlen. Und er ist aber tot, weil er wurde ja verraten, also William Wallace wurde verraten, ich glaube tatsächlich sogar von diesem Robert the Bruce, der ja dann zum König von Schottland wurde. Und der sich dann aber beim William Wallace abgeguckt hat, wie man eben englische Übermachten schlägt. Weil das konnte der ja auch. Ja. Ja. Zum Nachhören gibt's das Ganze dann auch noch von der großartigen, von mir immer wieder empfohlenen Band Sabaton mit dem Song Blood of Bannockburn. Spoiler-Alarm, da geht's um diese Schlacht. Kommt auch in die Playlist, der tatsächlich 10 Leute folgen. Also, also wir waren ja lange Zeit bei 4. Das heißt, wir haben nur ein Jahr gebraucht, um unsere Followerzahl zu verdoppeln. Ja, eben. Wenn wir das jetzt jedes Jahr machen, dann, ja, dann sind wir bald bei mehr. Bald mal 20. Irgendwas mit Mathe. Ja, dazu komme ich auch gleich nochmal. Ist das dann exponentiell? Nee, das exponentielles Wachstum wäre ja nicht. Genau, das wäre lineares Wachstum. So, wenn jetzt jeder Follower noch mal einen neuen Follower generieren würde, dann würde es exponentiell werden, oder? Ja, bestimmt. So. Mach das mal. Dann haben wir so einen Schneeballeffekt. Das wäre ganz cool. Dann haben wir diesen berühmten R-Wert von 1, ne? Ja, ist das ein R-Wert? Ja. Der R-Wert ist auch völlig unwichtig mittlerweile. Ja, aber der war doch das, wie viele Personen, also wie viele Personen werden angesteckt oder irgendwie. Stimmt, ne? Und dann, wenn es dann größer 1 ist, dann wird es exponentiell oder irgendwie so. Vermutlich ist das kompletter Kokolores, was wir da gerade erzählt haben, weil es geht um Mathe. Kommen wir mal zurück zu Schottland. Ja. Also du findest Schottland schön. Ja. Ja. Aber Wetter ist da nicht so schön. Also wo warst du denn überhaupt? Wo ist das genau? Ich war tatsächlich erst einmal in Schottland, habe mir aber vorgenommen, da noch öfters zu sein. Ich war irgendwann mal, das ist auch schon, ich glaube, so 3 oder 4 Jahre her, im Herbst tatsächlich in Edinburgh. Ja. Und das Wetter war ein Traum. Ja. Also es war irgendwie so, ich glaube, Ende September, Anfang Oktober. Nee, muss Oktober wahrscheinlich irgendwie so Herbstferien oder so. Und ich bin im T-Shirt stellenweise rumgelaufen. Ja, das habe ich ja nicht erlebt, als ich da in Schottland meine Fahrradtour begonnen habe, die ich dann irgendwann früher abgebrochen habe, von der ich ja auch schon mal im Vorfeld erzählt habe. Ja. Ich glaube, in Folge 33 war es oder so. Also und letztens auch noch mal, ne, als wir über Urlaub gesprochen haben. Ja, genau. Aber vielleicht so, aber du warst dann auch weiter nördlich. Also ich, genau, also wir waren oder hatten ein Hotel in Edinburgh und wir waren aber auch nur, ich weiß gar nicht mehr, 5 Tage, also kurz da. Und haben uns dann natürlich Edinburgh angeguckt. Auch schon von mir erwähnt, ja, beste Stadt TM. und haben uns auch noch, und da waren wir auch in Stirling. Also wir hatten einen Mietwagen, dann sind wir noch nach Stirling gefahren. Das ist tatsächlich ein bisschen weiter nördlich, was nicht schwer ist, weil Edinburgh ja in Relation verhältnismäßig südlich von Schottland ist. Und Stirling ist so ziemlich mittig. Mhm. Also ist auch so ein, glaube ich, wenn man irgendwie so Schottland-Urlaub macht, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein guter Spot ist, um da irgendwie so sein Ferienhaus oder Hotel oder was auch immer zu haben. Und von da aus kann man, glaube ich, sternförmig überall hinfahren, kommt auch bis in die Highlands und so weiter und so fort, wo ich nicht war, weil die sind dann doch von Edinburgh ein gutes Stück weg, bis man da überhaupt erstmal ankommt. Also das steht dann auf meiner Agenda noch. Ja, meinst du denn, dass die Schotten jetzt irgendwann wieder noch mal so eine Schlacht schlagen, um sich gegen die Übermacht der Engländer irgendwie, um sich von denen zu entfernen wieder? Ja, also weiß ich nicht, aber schön wär's. Also ich war ja beim letzten Volksentscheid schon für auch pro Unabhängigkeit. Ja, ja. Übrigens lustig dazu, anderes Thema, wurde ein Whisky produziert, der Spirit of Freedom heißt. Ach. Oder hieß, beziehungsweise weil der war limitiert, wahrscheinlich kann man den gar nicht mehr so gut kaufen. Und der war, wie war das jetzt? Jetzt kriege ich es nicht zusammen. Irgendwie für die Anzahl der schottischen
Bundesländer, wo ich auch schon wieder nicht weiß, wie sie heißen, für jedes war sozusagen, also war so ein Blend, ne, also gemischt aus verschiedenen Whisky, war ein Whisky daraus da drin. Ah ja, na schön. Also sehr toll. Cool und war auch ganz lecker. Ja klar. Schmeckt nach Freedom. Ja, schmeckt auf jeden Fall nach Freiheit und nach Schottland. Ja, das ist gut. Wenn dann nicht so ganz viele von den rauchigen Regionen dann reinkommen, dann ist das auch nicht so schlecht. So. Ich glaube, also der war nicht sonderlich rauchig und ich glaube, das kann man auch nicht gut machen, weil wenn du so einen Blend machst und dann schüttest du da irgendwie so ein Lagavulin rein. So ein Lagavulin oder Lefroig oder so rein, dann kannst du dir den Rest auch sparen. Ja, ja, dann ist das Ding durch. Ja. Aber ist doch witzig, ne? Letztes Mal saßen wir hier und haben über Bier geredet, als wir hier vis-à-vis gegenüber saßen. Jetzt reden wir über Whisky. Ja. Aber ich meine, das war ja abzusehen, dass wenn du von Schottland anfängst, dass wir auch mal über Whisky reden. Also Whisky haben wir eigentlich auch noch selten gemacht bis jetzt, ja. Lass uns das vielleicht nochmal aufheben für eine Ferienfolge und dann dabei auch noch ein Gläschen trinken. Ferienfolge, mündliche Prüfung, genau. Und dann so wie heute. So Whisky-Tasting. Aufnahmezeit, 10 Uhr morgens. Ja. Erstmal so ein Lagavulin. Ja. Immer rein damit. Ja, also wir hatten das so ein bisschen abgesprochen. Wir werden nicht nur bis zu Beginn der Sommerferien euch hier bespaßen, sondern noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich noch so 2 Folgen mehr wird es geben. So wir sind nämlich nicht hier so wie die anderen Podcaster hier, die so Spotify exklusiv die Arbeitsverweigerer. Echt mal. So, nein, wir sind weiterhin am Mikrofon für euch verfügbar. Und tatsächlich dann heute auch mal wieder vis-à-vis. Ich kann den Martin sehen und der Martin kann mich auch sehen. Und dementsprechend hat Alex die Technik eingestellt, deswegen könnt ihr mich auch hören. Oh ja, das war auch nett. Einfach letzte Woche nochmal. Dieses MMS-Verschickformat. Das war die Callback-Folge zu alten Soundqualitätszeiten. Ja. Vielleicht, um das nochmal für die Jüngeren zu erklären. MMS, das war mal so ein Nachrichtenformat, das kam nach der SMS. Da konnte man dann auch kleine Bilder und kleine Töne mit verschicken, aber die war auch nur so maximal 300 Kilobyte groß oder so. Ja. Also von der Qualität her weniger als eine WhatsApp-Sprachnachricht, wesentlich weniger. Und dieses Dateiformat, meinte Herr Pieler, wäre klug einzustellen letzte Mal. Und vor allen Dingen war die auch so teuer, eine MMS, dass man direkt erstmal eine Hypothek auf das Haus seiner Eltern aufnehmen musste, um eine zu verschicken. Das Einzige, was wovor man noch mehr Angst hatte, als aus Versehen eine MMS zu verschicken, war auf diesen Web, und eine Sekunde für 12 Euro ins Internet zu gehen, ins Internet. UMTS-Internet, also noch nicht mal 3G. Also Teletext praktisch. Noch nicht mal E, genau. Aber die Seiten waren ja auch damals einfach kleiner für Mobile. Dann ging das. Dann konnte man trotzdem was aufrufen. Halt, hat nur Text gelesen. Aber das sind ganz andere Zeiten, Kinder. Dazu fällt mir ein, ich habe in der Uni in Linguistik ein Seminar zu Hypertexten besucht. Mhm. Ja, also Hypertext ist ja das, wenn man auf einen Link klickt und dann auf eine andere Seite kommt. Danke. Und ich dachte so, wow, voll progressiv und so. Mhm. Und dann kam sozusagen so der erste Text so nach dem Motto, was ist Hypertext? Und dann kam schon, da stand da sowas drin wie, beim Aufbau von Hypertexten und Seiten ist es halt wichtig, die relevanten Informationen irgendwie so oben links auf die Seite zu stellen, weil wenn die sich dann so langsam aufbaut, kann man die schon mal sehen. Und dann dachte ich schon so, das wird ein gutes halbes Jahr. Oh Mann, das heißt einfach, der Text, der einfach so von 96, so nach dem Motto, oder irgendwie so, yep. Um diesen Hypertext benutzen zu können, brauchen Sie den Netscape-Navigator. Boah, ey. Es ist im Prinzip, es ist ja nicht schlecht, weil es ist ja eigentlich auch das Prinzip von Web 2.0, Web 3.0, also auch von Wikipedia im Prinzip. Also das ist ja auch ein Hypertext-Prinzip, dem man da folgt. Ja. Also schon nicht schlecht, so eigentlich. Aber ja, also die Idee dieses Seminars, also und auch spannend, und auch was leistet das linguistisch und wie unterscheidet sich ein Hypertext von einem normalen Text und so. Also das waren schon alles spannende Fragen. Nur wenn die Materialgrundlage halt veraltet hoch 10 ist, also vor allen Dingen, ich meine, als ich studiert habe, war der Text dann nur 12 Jahre alt. 10, 12, 15 Jahre alt. Aber das ist ja in diesem Thema unendlich. Ja. Also jetzt bei, was weiß ich, wenn es um, keine Ahnung, andere linguistische Themen gibt, ist das nicht schlimm, wenn der Text 20 Jahre alt ist, weil so schnell verändert sich Sprache ja halt nun mal nicht. Aber war das dann auch für Unterricht schon gemünzt oder war das ein reines fachwissenschaftliches Thema? Weil dann wäre es ja wieder okay, wenn es so alt ist. war ein fachwissenschaftliches Thema. Ja, okay.
War ja trotzdem einfach. Weil für die Rechner in einem Klassenraum wär der Netscape Navigator noch so ganz aktuell. Ah, so. Ja, genau. Ja, so. Ja. War insgesamt auf jeden Fall nix. Viele Seminare an der Uni. Ja, ja. Da fällt mir ein, ich habe irgendwann mal im Informatikunterricht in der Schule auch einen Film gucken können, also einen Film geguckt. Und da ging es auch um, was Computer können. Und dieser Film war auch irgendwie aus den 80ern oder so. Und dann hieß es tatsächlich, ja, und wenn man einen Drucker besitzt, einen Nadeldrucker, dann kann der Computer sogar Musik machen. Und dann haben die wirklich halt etwas ausgedruckt und das Geräusch, was der Nadeldrucker gemacht hat, das haben die dann so quasi programmiert, dass das gewisse Töne erzeugt. So, der Nadeldrucker, die Älteren unter euch erinnern sich, hat ja so gemacht so. Und das war dann, wie ein PC Musik machen kann. Das heißt, der Film war noch vor dem PC-Speaker. Und vor den ersten Soundkarten. Oh, der PC-Speaker ist das, was am Anfang, wenn man den Rechner hochfährt, einmal Bip macht. Oh Gott, ey. Geil. Und das haben wir dann im Unterricht geguckt. Also, ja. Und auch unironisch. Ja, also er hat das also nicht ironisch gemacht. Und ich weiß auch nicht, was uns das jetzt bringen sollte, generell. Vielleicht hatte der den einfach noch. Aber ey, wir haben in der Schule schon mal einen Film geguckt. Ja, nicht über den Beamer. Das war schon. Ach so, ich dachte, da kam der legendäre Fernsehwagen, wurde reingerollt. Ja, also wir hatten irgendwann einen Neubau am Josef-Albers-Gymnasium und da gab es dann auch teilweise schon Beamer an der Decke. Das war schon irgendwie cool. So, das war sowieso ein relativ cooles, neues Gebäude. Ja. Ich nicht. Bei uns wurden gruselige VHS auf Röhrenbildschirmen. Ja, hatten wir auch teilweise. Ja. Im Bio haben wir mal viele Filme geguckt, das war gut. Ja, Im Bio haben wir auch viele Filme geguckt und das didaktische Prinzip des Biolehrers war, die Klasse war groß, er hatte keinen Bock, die zu unterrichten, dann war immer eine Folge, eine Stunde Film, eine Stunde Test zum Film. Ja. Und da sind wir im Wechsel. Ja. Da habe ich meinen einzigen und ersten blauen Brief bekommen. Weil du nicht aufgepasst hast in dem Film. Ja, und nee, die Tests waren halt auch einfach schwer. Also man musste wirklich aufpassen, mitschreiben und zu Hause lernen, sonst konnte man. Und ich war bei Aufpassen schon kritisch und spätestens bei Aufschreiben und Lernen war ich halt raus. Einen blauen Brief nur gekriegt. Du Streber, ey. Nee, ich hatte ein paar. Also Französisch habe ich, wir hatten ja in der zweiten Folge davon gesprochen, welches Fach ich am zweitschlechtesten konnte, das war ja Französisch. Und natürlich in Mathe immer. Also, nee, ich habe manchmal auch tatsächlich irgendwann mal eine 3 geschafft, aber meistens war es dann doch ein blauer Brief. Wert. Was mich zum nächsten Thema führt, denn ich hatte am Wochenende mal wieder Segelkurs. Und zwar online findet das Ganze ja momentan statt und es ging um die Theorie. Wir machen ja gerade diesen Segelschein See. Segelschein Binnen habe ich ja im letzten Jahr schon häufiger von erzählt, dass ich den mache. Die Praxis habe ich da auch schon gemacht. Die Theorieprüfung habe ich übrigens nächste Woche. Also drückt mir mal bitte alle die Daumen. Also wenn ihr das hört, übermorgen. Und dann haben wir jetzt einen Erweiterungskurs gemacht, dass wir auch nicht nur auf Seen rumschippern können, wie du es bezeichnest. Sondern auch auf Seen. Weil das ist auch auf der See. Ja. So, ja. Ja, das ist auch, warum man das so nennt, keiner weiß es. Die Friesen nennen ja auch ihre Moore, nennen sie Meer und ihr Wasser nennen sie, also das Meer nennen sie See, Nordsee. Auf jeden Fall geht es darum, dass man da auch fahren kann. So. Das ist ein relativ aufwendiger Theoriekurs gewesen. Samstag, Sonntag, also zweimal Samstag, zweimal Sonntag, jeweils 5 Stunden. Haben wir alles gelernt und wir haben Navigationsaufgaben gelernt. So, wie man vernünftig navigiert. Und ich habe jetzt mal einfach eine mitgebracht und die wollte ich mir mit so einem Zirkel und so, also wie man sich das so vorstellt. Ja. Wie cool ist das? Das ist richtig cool, das macht doch echt Spaß. Kann also, ich mir wenn vorstellen. Man, ja, wir waren am Anfang noch so ein bisschen duselig, dass wir uns das nicht rechtzeitig besorgt haben, dieses Navigationsbesteck, wie man das nennt. Und haben dann noch so ein bisschen so mit Papier und wir hatten natürlich auch kein Geodreieck oder so zu Hause. Also haben wir das irgendwie so mit einer Schere dann noch, als statt Zirkel und irgendwie so. Hat aber auch fast geklappt dann immer. Aber jetzt habe ich auch einen Zirkel und ein Anlegedreieck und ein Navigationsdreieck und ich lese jetzt mal so eine dieser Prüfungsaufgaben vor. Die Lösung gibt es nicht, aber ungefähr um so ein Gefühl zu bekommen, was man da eigentlich leisten muss. Navigationsaufgabe 1. Ein Sportboot befindet sich am 5.05.2012 in der deutschen Bucht auf der Reise von Borkum nach Cuxhaven. Die Fahrt über Grund beträgt 8 Knoten. Um 10 Uhr wird die Leuchttonne TG19 Weser 2 passiert.
Von dieser Tonne wird der Kurs auf die Ansteuerungstonne der alten Weser ST abgesetzt. Und jetzt die Aufgaben. Wie alt ist der Segler? Wie ist der Segler vorher und wie alt ist der Segler hinterher? Genau. Erste Aufgabe, wie lautet der rechtweisende Kurs? Das ist der Kurs, den man auf der Karte einträgt. Die Ablenkung beträgt plus 4 Grad. Die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der Magnetkompasskurs? Wie groß ist die Distanz zwischen der Tonne TG 19 Weser 2 und der Tonne ST? In welcher Zeit wird die Distanz zwischen der Tonne TG 19 Weser 2 und der Tonne ST zurückgelegt? Auf welcher Position befindet sich das Schiff nach Koppelort um 10.30 Uhr? Um 10.30 Uhr werden nachfolgende Schifffahrtszeichen mit dem Handpeilkompass gepeilt. Die Ablenkung beträgt dabei 0 Grad. Die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Missweisung, um das nochmal zu erklären, der geografische Nordpol ist ja nicht der magnetische Nordpol. Und deswegen unterscheidet sich das. Denn der magnetische Nordpol wandert auch. Deswegen ist es auch wichtig, wann diese Aufgabe ist und von wann die Karte ist. Und dann diese Missweisung, also diese Differenz zwischen dem Nordpol, dem geografischen und dem magnetischen Nordpol zu bestimmen. Um 10.30 Uhr, habe ich schon gesagt, die Ablenkung wird in 0 Grad, Missweisung der Seekarte zu nehmen. Neue Weser Leuchtturne, 4 AM Magnetkompasspeilung, gleich 169 Grad. Alte Weser Leuchtturne ST, Magnetkompasspeilung 64 Grad. Wie lauten die rechtweisenden Peilungen? So, jetzt noch drei Aufgaben. Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. Wie lautet die Besteckversetzung? Das ist die Versetzung durch Wind und Strömung. Und beschreiben Sie Farbe, Kennung und Topzeichen der Leuchtturne ST. Toll. Klingt doch nicht so spannend. Ich will es doch nicht mehr machen. Ja. Nee, das ich dachte so kurz, so ja, hier so mit so einem Zirkel rumeiern, mega. Und dann habe ich so, ja. Ja, das musst du halt dann machen, ne? Klingt, mit so einem Zirkel ja, rumeiern. Aber klingt viel nach Mathe auch. Das ist das Problem. Uiuiui. Ich sitze da ja. Das wird nichts in der Theorie beim Batzke. Das ist echt. Also, das Problem ist ja nicht unbedingt hier, es gibt halt diese Rechnungen von wegen Missweisung, Ablenkung und so, das rechnet man einfach nur plus. Aber dann gibt es halt auch noch, um Geschwindigkeiten auszurechnen und so. Also Geschwindigkeit ist ja Distanz durch Zeit. So. Da muss man aber auch wieder Gleichungen umstellen. Und nicht, dass ich das kognitiv nicht könnte, aber wenn ich sowas vor mir sehe, dann bin ich wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Ich erstarre dann zu einer Salzsäule. Da machst du zu. Ja, da mach ich zu. Da geht gar nichts mehr. Und das ist tatsächlich dann schwierig. Ich glaube, ich muss einfach alle Aufgaben machen und diese dann auswendig lernen. Denn in diesem Segelbuch sind alle Aufgaben drin, die es auch in der Prüfung geben wird. Und dann muss ich einfach nur die Ergebnisse mir merken. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Okay. Und es gibt keinen Taschenrechner. Klingt durchaus aufwendiger als einfach ausrechnen. Ja, ja, doch. Ich glaube, ich sollte mir einfach zumindest das irgendwie merken. Ja. Aber nee, macht Spaß, auch hier so einfach diese Navigation, diese Position zu ermitteln und so mit diesem Zirkel und diesem Positionsdreieck und so. Ja, also prinzipiell kann ich das jetzt alles. Können wir dann Folge 75, wenn jetzt alles gut läuft, dann auf so ein Boot machen? Ja. Also auf jeden Fall können wir die große Segelfolge dann machen, wenn wir auf dem Segelboot sind. Ne? Das hatten wir ja schon mal gesagt. Ja, und passt das zum 75? Achso, 75, nee, ich glaube nicht. Wir sind jetzt schon bei 68, guck mal. Das Segelboot ist doch erst nächstes Jahr. Dieses Jahr fahren wir doch Fahrrad. Achso, nein, ich dachte, wir machen eine separate. Achso, wir wollten die große Segelfolge auf dem okay. Ich dachte, wir können auch noch eine Segelfolge machen auf dem Aasee oder so. Oder woanders. Einfach so. Ja, das können wir auch machen. Also, solange das noch die Saison ist, können wir das hinkriegen. Ja. Ja, und ja, dann. Sieben Folgen ist jetzt nicht in 7 Wochen, sondern deutlich später, weil ja nach den Sommerferien. Ja. Bis dahin hast du deine Scheine da zusammen, oder? Ja, klar. Dann lass aber mal. Ja, klar, dann machen wir das. Ja. Kommst du mal nach Münster oder wir gehen auf den Baldeneysee oder so und dann machen wir das. Ja. Und wenn du von der weißen Flotte weggebamst. Ja, von der Gorch-Fock oder so. Wenn die da überfährt. Okay, ja. So viel erstmal zum Segeln, was man da alles so machen muss. Ist tatsächlich, und dann kommen halt noch diese ganzen Theoriefragen dazu, die ich momentan. Aber dieser Navigationskram, das ist nur für den See. Meer. Ja, für den Meerschein, genau. Und dann gibt es noch weitere Kurse und so, aber ganz wichtig, witzig übrigens, mein Segellehrer, der den Online-Kurs gemacht hat, der hat die Stimme von Jürgen von der Lippe. Die Synchronstimme. Quasi, ja. Also, der spricht so, als würde er von Jürgen von der Lippe synchronisieren.
für die, auch wieder für die Jüngeren, das ist ja, der hat auch mal den Asterix gesprochen, den Asterix-Operation Hinkelstein. Das ist auch nichts für die Jüngeren, ne? Ich hätte gesagt, das ist ein kleiner, dicker Mann in Hawaii. Ja, ich habe mir dann ab und zu, habe ich dann mal Augen zugemacht und habe mir den vorgestellt im Hawaii-Hemd mit Brille. Aber ich glaube, man kennt ihn oder man könnte ihn kennen, weil hier, wie heißt das, 4 Stufen des Alkohols ist doch das ist immer super, noch viral, oder? Ja, ich glaube auch. Wer das nicht kennt, nachhören. Heißt das 4 Stufen? Nee, es gibt mehr Stufen. 7? Auf jeden Fall mehr. Sucht mal irgendwie Jürgen von der Lippe Alkoholismus oder Alkoholismus oder so, mega. Das ist so lustig. 2 Uhr, du fühlst dich wie Kunstrasen. Solange du noch 4 Stunden Schlaf hast, ist es okay. Naja, auf jeden Fall fand ich das ganz witzig, dass er wirklich genau so spricht. Ja. So, ja, das war alles, was ich heute zu erzählen habe. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel. Ich erzähle jetzt noch kurz ein bisschen was von unserer lieben und sehr aktiven SV, weil wir ja die Zitate auch bei Instagram, also die Zitate aus der letzten Folge, falsch zuordnenbar, nochmal bei Instagram rausgehauen haben. Und ich habe mir einfach mal unter den doch mannigfaltigen Zuschriften zu jedem Zitat meine Lieblingszuordnung sozusagen rausgeschrieben. Oh, schön. Mhm. Ja, also ich wiederhole dann auch nochmal eben die Zitate. Ne? Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Bäcker Peter. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst. Sauron. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Martin Sonneborn. ich denke, also bin ich Krang von den Ninja Turtles. Mega das gut. Ist dieses Gehirn, ne? Genau, dieses Gehirn in diesem Roboter. Und am Anfang hat er noch, also später hat er ja diesen so ein Cyborg-Körper halt. Ja. Und dann ganz am Anfang hat er aber einfach nur so ein 3 Beine mit Rollen genau, und liegt da so drauf. Ja, er ist wirklich einfach nur ein Gehirn mit Arm. Organ, ja. Also, und passt. Gesicht, ja. Genau. Und blaues Licht, was tut es? Es leuchtet blau. Clubbesucher, der die Vene nicht findet. Finde ich auch. Das habe ich gar nicht gelesen. Witzig, ja. Gut. Ja. Sehr gut. Also, unsere SV ist mindestens so witzig wie der Herr Batzke. Wenn nicht sogar witziger. Ja, manche Sachen fand ich sogar witziger, aber die hatten natürlich auch mehr Zeit nachzudenken. Wollte ich gerade sagen. Zu meiner Verteidigung sagen. Und so ein paar haben natürlich dann auch immer noch ordentlich reingeklugt, scheißt und die richtigen Leute aufgeschrieben. Das ist nämlich das Problem. Liebe Leute, die Insta-Sachen, die sozusagen so Freitag, Samstag und so kommen, beziehen sich in der Regel immer auf die letzte Folge. Da muss man erst die Folge hören, sinnigerweise, und dann die Sachen machen. Ja, das macht sowieso immer am meisten Sinn. Donnerstag sofort Folge. Einfach abonnieren auf Spotify, auf Fio, auf jedem anderen Podcatcher, den ihr habt, und auch noch die Website irgendwie direkt als Startseite einstellen. Genau. Und dann könnt ihr das nicht verpassen. Und Alexa programmieren. Ja. Dass die einfach direkt donnerstags morgens um 8, wenn man aufsteht oder so, da direkt rausballert. Ja. Macht das doch mal eben für alle. Für alle, die eine Alexa haben. Wie geht's? Nee, geht nicht, weil diese Routinen muss man in der App einstellen. Boah, ey. Ich dachte, jetzt könnte man einmal so einen kleinen Prank machen. Geht doch nicht. Glaube ich. Aber du hast eine Alexa, hast du jetzt. Ich habe jetzt verhältnismäßig neu eine Alexa, ja. Ja, und? Ist gut? Macht Spaß? Ja, wir haben schon noch eine bestellt. sie ist nämlich im Angebot, dann haben wir direkt noch eine bestellt für andere Orte. Nee, ist schon ganz angenehm. Mhm. Nachteil, also da müssen wir noch ein bisschen, das Problem daran ist, wenn man Alexa jetzt mit Spotify dann verbindet, ne, also dann ist, wobei ich glaube, das ist eher ein Nachteil von Spotify, dass man von einem Spotify-Konto ja nur an einem Gerät gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen von der Arbeit nach Hause fahre und auf meinem Handy Spotify anhabe, um Spotify-Podcast im Auto zu hören, und meine Frau zu Hause die Alexa anmacht, dann kommt halt auch manchmal Aramsamsam bei mir im Auto. Ist auch schön. Also schlimm, mache ich Fenster runter, bauen sich richtig ab. Durch jeden Stand vom Motto. Ah, das ist mein 500 PS. Ja, okay. Dazu gibt es auch noch einen Tipp. Man kann uns auch, denn wir sind ja kein Spotify-Exclusive-Podcast, auch über Amazon Music hören. Also das würde auch noch helfen. Ja. Ich habe übrigens letztens festgestellt, ich habe das Gefühl, über Amazon Music ist die Musikqualität höher. Also ich habe das irgendwann mal letztens, ich teile mir ja meinen Spotify-Account zusammen mit meiner Frau, weil wir zu geizig sind, jeden einzukaufen. Und dann habe ich ab und zu auch mal über Amazon Music gehört und irgendwie finde ich, ist die Musikqualität besser. Ja. Könnte sein.
Aber Amazon Music habe ich nicht gekauft. Deswegen nee, habe ich auch nicht. Aber manche Sachen gibt es halt über Prime dann trotzdem. Ja. Also ich habe nur nicht dieses Unlimited. Aber nicht alle. Nee. Nicht und bei alle. Spotify gibt es ja alles. Ja. Ist schon gut. Ja. Aber uns gibt es halt überall. Und, ich sagen, und es reicht ja schon, wenn ich 386 Videostreaming-Dienste bezahle. Da muss ich ja nicht auch noch 683 Musikstreaming-Dienste bezahlen. Das stimmt. Ja. Aber auch da also, könnt ihr uns mal abonnieren. Bezahlen. Ja. Bezahlen. Meinst du, es gibt Menschen, die wirklich so alles haben und das auch alles selber bezahlen? Ich fürchte ja. Wo wir gerade so halb digital unterwegs sind, hätte ich einen Klopper der Woche noch aus der nicht allzu fernen und auch nicht so guten Zeit des Online-Unterrichts. Mhm. Da sollten Schüler nämlich Referate halten und dann eben über Teams die präsentieren. Und damit man bei Teams seinen Bildschirm teilen kann, muss man ja den Status Referent haben. Mhm. Und die Schüler haben in der Regel den Status Teilnehmer. Und dann muss man nämlich immer die Leute zum Referenten machen. Und dann fragt ich halt, naja, wer teilt denn für das Referat seinen Bildschirm? Und dann sagt halt eben ein Schüler, ja, kann ich machen, dann müssen sie mich nur noch kurz zum Referat machen. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, so ein ganzes Referat über den Schüler ist auch nicht so spannend. Hätten wir aber durchziehen können. So einfach mal, mach doch mal ein Referat über Dustin Müller. Keine Ahnung, wie diese Schüler, wie Schüler halt so heißen. So, genau. Ist doch auch mal witzig. So, oder genau, das könnte man doch mal machen. So vielleicht auch als Kennenlernspiel, so ein gegenseitiges PowerPoint-Karaoke. Man macht einfach ein Referat über seinen Sitznachbarn oder so. Achso, aber so nach dem Motto, die Person schreibt über sich selbst die Folien, ja, damit es PowerPoint-Karaoke, ja, ist. Genau. Und jemand anderes hält dann. Genau. I like. Es ist ja bald wieder Schulanfang, dann genau, jetzt nach den Ferien. Ich kriege auch eine 11, weiß ich schon. Ja, die ist schon gebucht. Ja. Das machen. Ich habe das auch gemacht, als ich über Rhetorik gesprochen habe, hier von wegen Redeskript und so im Abi. Mhm. Da habe ich auch gesagt, dann haltet doch mal eine Rede für den anderen. Also für irgendeinen anderen von euren MitschülerInnen. Ne? Das war auch schon nicht schlecht. So. Sie waren sehr wohlwollend. Ja. Was ja eine Rede auch in der Regel ist. Ja, machen wir auf jeden Fall. So machen wir das. Generell PowerPoint-Karaoke könnte man auch mal. Die neuen Elfer können sich freuen. Wieder spielen. So, pass auf, wir kommen mal zur mündlichen Prüfung. Mhm. Und das ist diesmal die mündliche Prüfung, die ich dir schon mal zur Wahl gestellt hatte. Und jetzt hast du aber keine Wahl mehr. So, jetzt kommt die Musikprüfung. Jetzt gibt es die Musikprüfung. Genau. Und zwar, die erste Aufgabe ist erstmal, wähle 4 Bands aus deinen Hausaufgaben. Und weil du die natürlich alle nicht weißt, habe ich sie dir hier ausgedruckt und zwar sogar in bunt. Ich habe auch noch meine eigenen dabei, aber dazu kommen wir vielleicht noch später. Hier, das sind die Bands, die du gewählt hast. Kannst ja vielleicht selber noch mal einmal durchgehen. Und da soll ich jetzt 4 von auswählen? Wofür? Um gegen die zu kämpfen? Ja, erstmal, ja genau, also die jetzt ja, vielleicht kann ich es ja im Vorfeld schon ankündigen. Es geht darum, ein Musikquartett zu spielen. Okay. Ja, so. Ist es gut, wenn die Gemeinsamkeit. Egal. Ich suche jetzt einfach von den 4 die aus, die ich am coolsten finde. Und da scheitere ich jetzt schon dran. Vielleicht lesen wir nochmal alle einmal also vor. Genau. Zur Auswahl gibt es kleine Zeitreise. Callejon, Specs, Sabaton, Grail Knights, Ailstorm, Beginner, Gentleman, Blind Guardian und KIZ. Und ich würde vorschlagen, ich nehme 2 Hip-Hop, 2 Metal. Dann nehme ich Sabaton und Grail Knights und KIZ und Beginner. Gut, das markieren wir mal. Soll ich das mal machen? So, kannst du machen. Ja, richtig, mit Papier und so. Und quasi, Stiften, die nicht schreiben. Stiften, die schreiben, ja. Ja, hier, geht. Also soll ich das hier bei mir für ein X wird ja wohl reichen. Ja, also kannst du vielleicht gleich noch nutzen, den Stift. Denn jetzt geht es weiter. Also wir hatten ja schon mal darüber geredet. Du sagst immer über Geschmack, braucht man nicht zu streiten. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. So, aber irgendworan machen wir doch trotzdem fest, dass wir eben uns für diese Sachen entscheiden und nicht zum Beispiel hier, ich sag mal, Beatrice Egli hier empfehlen. Es geht also darum, Musik jetzt qualitativ zu messen.
Das ist wirklich schwierig, aber wir müssen das jetzt einfach machen. Wir müssen dadurch, wir haben hier einen Bildungsauftrag, wir haben hier einen investigativen Podcast, da müssen wir jetzt einfach mal Tacheles reden und mal die Butter bei die Fische geben. Also, welche vier Kategorien in Form eines Quartetts also um das nochmal zu erklären, ein Quartett ist ja zum Beispiel Autos und dann steht der Hubraum, dann steht der PS. Und dann vergleicht man nachher Bands anhand dieser Kriterien. Exakt. Ah, got it. So, also, wir machen vier Kategorien für die Ermittlung guter Musik. Mhm. So. Und dann, mit wir meinst du ich oder wir zusammen? Du, ich kann ja hinterher noch sagen, was meine Kategorien so wären, aber du musst vielleicht erstmal überlegen, weil das ist irgendwie auch wirklich ganz interessant, weil du entscheidest dich ja entweder für Hip-Hop oder für Metal. Hast ja gerade auch nochmal gesagt. Und für Piratenmusik. Lass ich dann unter Metal laufen, weil es ist ja auch eine Pirate-Metal-Drinking-Crew. Ja, natürlich. Ja, okay, dann vier Kategorien, sagst du. Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich mache die jetzt mal vielleicht ein bisschen größer, damit man die besser vergleichen kann. Mhm. Also einmal sowas so wie so Text. Es gibt hier keinen schreibenden Stift, das gibt's doch gar nicht. Ja, nicht mehr bei Digital Buds, gell? Das Schuljahr ist zu Ende, hier gibt's nichts mehr. Also, was hast du gesagt? Text. Also ist jetzt nicht irgendwie in Reihenfolge, sondern das, was mir einfällt. Mhm. Dann sowas wie Live/Feierbarkeit vielleicht. Mhm. Wow. So weit decken wir uns da schon mal. Mehr Kategorien habe ich gar nicht. Wenn das passt, ist die Band eigentlich gut. Du hast noch zwei Kategorien. Komm, gib mal. Da machen wir zwei. Machen wir Live ist eine Kategorie und das Feierbarkeit streich mal. Und dann mache ich lieber sowas wie, Abgehpotenzial oder irgendwie so. Okay, als zusätzliche Kategorie. Ja, genau. Also einmal live, ob die live überhaupt performen können oder was? Ja, und vielleicht auch, ob es da dann noch Bonus gibt. Komme ich dann gleich zu, wenn wir über die Kategorien sprechen. Musikalität. Also ich weiß nicht, ist sie dir wirklich wichtig oder sagst du das jetzt nur? Nee, ich weiß nicht, wie ich die Kategorien nenne. Ja, muss ich halt gut anhören. So. Ja, okay. Wenn die nicht Gitarre spielen können in der Metalband, ist halt ungünstig. Okay. Dann also, sollten sie eine Punkband gründen. Ist auch okay. Also, Musik. So nenne ich das jetzt. Musikalisches Können. So. Kompetenz. Ja. Kompetenz am Instrument. Ja, das deckt sich ziemlich mit dem, was ich so gesagt hätte. Aber ich bin ja nicht der Geprüfte. Ich hätte gesagt, auch Live-Performance. Also generell, wie gut können die live performen? Da geht es mir nicht unbedingt darum, dass man selber geil abgehen kann, sondern dass die da wirklich eine geile Show abliefern. Und dazu gehört auch nicht nur das, was die selber machen, sondern auch halt alles mit Licht und so weiter und so fort. Bühnenbild und so. Deswegen habe ich das jetzt dann nochmal getrennt. Dann hätte ich noch gehabt, Handgemachtheit. Weil ich ja, das hatte ich ja auch schon mal angekündigt, immer wichtig finde, dass da auch tatsächlich Instrumente vorkommen. So. Deswegen bin ich ja kein Fan von Hip-Hop. Musikalische Raffinesse habe ich auch noch aufgeschrieben, so quasi wie du da gesagt hast, musikalisches Können. Und Gesang. Mhm. Gesang war mir also so wichtig. Wie Qualität des Gesangs oder Stimme? Oder? Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, Stimme. Ja, weil mir ist, ich mag halt manche Musik nicht, obwohl es eigentlich von meinem Stil her meiner Kategorie oder meinem Genre entspricht, aber wenn der Gesang mir dann nicht passt, dann mag ich es dann doch nicht. Ja. So. Das ist zum Beispiel bei Rammstein so. Ich mag den Gesang von Lindemann nicht so. Okay. Oder halt bei irgendwie so Black Metal Sachen. Kann ich nachvollziehen. So. Ja. Würde ich aber tatsächlich bei unter musikalisches Können auch noch mit abfrühstücken. Ja. Ja, gut, aber manches ist ja trotzdem Können. Aber egal, so, ne? Also, wenn man gut growlen oder shouten kann. Deswegen wollte ich die Kategorie Musikalität nennen und du hast sie unverschämterweise in musikalisches Können umgeändert. Musikalität, Rettet. Es ist dein Quartett hier. Deswegen. So, Text, Live, Abgehpotenzial und Musikalität. So. Ja. So, und dann bewerte doch mal deine vier Bands, die du gerade ausgewählt hast, nach eben diesen Kategorien. Du kannst vielleicht jetzt noch sagen, was eigentlich der Wert ist. Also die Einheit, in der du bewertest. Also bei Text, was sagst du, was ist für eine Einheit? Die Skala meinst du?
Oder wie? Nee. Mach alles 1 bis 5. 1 bis 5 sowieso, Skala, was ist das? 1 bis 5 Eierköppe? 1 bis 5 was? Ach so, okay. Bei Text ist mir ja häufig schwer, weil es 1 bis 5 hocherreckte Hände. Oder ja, hoch, also nicht rechte, sondern es kommt so eine Faust. Also 1 bis 5 Lacher kann es natürlich sein. Aber, also wenn es witzig ist, ja, stimmt. Ja, aber wenn es jetzt, aber ein ernsthafter Text erfüllt das ja nicht, dann müsste es dann eine andere Kategorie sein. Mhm. 1 bis 5 Emotionstrigger. Emotionstrigger. Ja, weißt du, was ich meine? Also, dass ja. der was auslöst. Ja, dann machen wir mal hier so eine Pistole, male ich da mal so hin und dann hier der Trigger davon. So. Was für ein Quatsch. Ja, ich weiß, es ist totaler Quatsch. So, voll albern, okay. Aber gefällt. Es ist albern, es ist ja. Auch warm hier. So, live. 1 bis 5 so Lichtblitze. So Strobo. Strobo, genau. Jetzt mal sein Strobo. Jetzt mal ich ein Stroboskop, genau. Ja. So. Abgehpotenzial ist 1 bis 5 Moshpits offensichtlich. Mhm. Ich mal dann mal hier wie im Cartoon dann so eine große Wolke und dann kommen da so Hände raus und so cool. Zeichen dran. Hier das müssen wir auf jeden Fall, was du da malst Schaufel. Und aufgeschrieben hast, müssen wir auf jeden Fall auf das da auf auf jeden Fall. Da vielleicht noch, ja, hier nochmal ein Fuß. So immer wenn die Asterix und Obelix, genau, gegen Römer kämpfen. Gut. Und dann läuft auch immer einer so raus und wir so reingezogen. Genau, rein. Und Obelix springt von oben nur so Körper da rein. Das ist übrigens auch so Stage-Diving-mäßig. Passt ja und Musikalität auch. Ist 1 bis 5 Noten. Genau. Ich mach mal so zwei Achtelnoten zusammen. Das sieht immer aus wie eine Note. Okay. So, und jetzt jeder. Jetzt geht's darum. Bewerte die deinen ganzen Sachen. Ich fange jetzt einfach erstmal an und hinten raus werde ich es dann wahrscheinlich auch noch ändern müssen, weil es dann im Vergleich nicht mehr passt. So, ich fange mal an mit Sabaton. Mhm. Sabaton hat Emotionsauslösung 4. Was brauchst du noch? Also Sabaton, KIZ, Beginner und was war es noch? Granites. Ah, Granites, klar. So, also. Text 4, Emotionsauslöser. Live 5 Dinger. Was haben wir? Strobos. Strobos, 5 Strobos. Ja, 5 Strobos, die sind schon fett. Abgehpotenzial 4. Wobei hat jemand mehr? Ist jetzt im Vakuum oder in Relation zu den anderen? Im Vakuum. Bei einem Dingens ist das ja auch so. Da sagt man ja einfach nur Hubraum. Ja, gut, dann lassen wir mal 4. Und was war das letzte? Musikalität. Musikalität. Keine Ahnung, 3. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So mega. So, nächstes? Ja, Beginner. Okay. Vielleicht jetzt mal die Reihenfolge, wie du die da jetzt da stehen hast. Ja. Text. Live? 5. 5 Strobos? Ja. Natürlich auch gut, wenn man die dann schon mal live gesehen hat, ne? Ja, das ist das KZ-Problem tatsächlich. Mhm. Die habe ich nämlich noch nicht live gesehen, aber dazu später mehr. Abgehpotenzial, da kann man auch mega tanzen. 5. Mhm. Also da würde ich jetzt vielleicht sogar auch noch so ein Stück weit, Jan Delay Solo ist vielleicht sogar fast noch ein bisschen krasser als Beginner, aber lasse ich mal gelten. Und Musikalität, man muss die Stimme natürlich mögen. Es ist ja nicht nur Jan Delay, ne? Eis. Ja, das ist stellenweise auch ein bisschen das Problem. Sorry, Daniel. mach mal 4, aber. Oh, gut. Okay. Das ist schon ganz cool gerippt. So, dann Grey Knights. Mhm. Text. So. Ja, ich meine, gut, ne? Also Laser Raptor 3D ist natürlich schon. Witzigkeit. Also Witzigkeit kennt keine Grenzen, aber es ist, machen wir mal 3. Ja.
Was kommt dann? Live 6. 6 von 5? Ja, locker. Wenn man einmal in seinem Leben Grail Robic gemacht hat, dann weiß man, wie ein Live-Auftritt geht. Genau so. Dafür. Und dann Abgehpotenzial auch 5. Mhm. Das ist auch immer richtig Randale. Und Musikalität, sagen wir mal, 2. Okay. So, und KZ. Mhm. Ja, bei KZ ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil ich die live noch nicht gesehen habe. Und ich habe zwar schon einen Live-Auftritt von denen irgendwie so irgendwie auf YouTube oder so gesehen, aber ich finde, das ist immer. Ja, das kann gerade bei Hip-Hop auch null aussagekräftig, ja. Weil ich finde, häufig hört sich das halt auch schrecklich an, wenn man es dann auf YouTube guckt und wenn man da ist, halt nicht und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Text, ich lache mich da schon regelmäßig tot. Also, um auch das nochmal von der letzten Folge zu sagen, also textlich, da sind schon ein paar coole Lines dabei, das muss man schon sagen, wenn man das irgendwie mag. Also die eine Line hier, Luxushuren nerven wie Kuckucksuhren, fand ich schon mega witzig. Also. Und oder auch so tiefsinnige Sachen wie, du Hurensohn, wir machen Party auf deinem Grab. Also? Mach schon was. Ja, komm, gib die 5, irgendwann musst du hier kriegen. Ja. Außerdem hat das meiste Shitstorm-Potenzial, wenn ich KZ eine 5 bei Texten gebe. Aber wir sind radiotauglich, du Hurensohn. So, heute wird das E richtig ausgenutzt. Heute wird das E genutzt und wir sehen wieder von wem. So, was kommt dann? Live. Ja, kann ich nicht. Können wir sehr schwer sagen, so sagen. Klammern. Also, ich glaube, die sind live nicht so geil im Sinne von ihrer Performance her. Deswegen vielleicht so 3. Mhm. Ich glaube aber, Abgehpotenzial ist auch richtig hoch. Ich glaube, da kann man gut pogen. Ja. Also ich glaube, da ist richtig was los. Also da gibt ruhig mal eine 5 auch. Ja. Und Musikalität. Wird da überhaupt. Ja, man müsste jetzt halt so dann über die Qualität von Flow und Rap und keine Ahnung und so halt sprechen. Ja. Und das ist schlechter als bei Beginner. Was habe ich bei Beginner gegeben? 4. 4, dann gib mal 3. Wie ist das eigentlich bei dem Beginner-Konzert? Du warst ja da, ne? Ist das dann auch lediglich mit einem DJ oder spielen die auch mit Live-Instrumenten? Also bei dem Beginner-Konzert war es jetzt mit DJ. Es gibt bestimmt auch Sachen, wo die das mit Live, also hier, Jan Delay hat ja immer eine Band dabei. Ja. Das macht, glaube ich, auch dann nochmal, macht einen Unterschied. Also das. Der Nachteil an diesem, nur einen DJ dabei zu haben, ist für mich noch nicht mal, dass es anders klingt, sondern dass weniger passiert auf der Bühne halt. Ja, ja, das, genau. Das ist dann halt vielleicht, also da musst du dich dann halt eben, weil gerade so DJs ja halt da stehen und nicht so viel machen können, auch so wie Schlagzeuger, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Und sich dementsprechend dann da die Rapper halt mehr abackern müssen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum häufig die dann halt ja auch alle ihre Homies da, also auf so einer Konzertbühne von Hip-Hop-Künstlern, wenn da einer auftritt, stehen ja trotzdem 30. So nach dem Motto. Ja. Und aber das hat damit schätze ich zum Beispiel auch bei vielen Hip-Hop-KünstlerInnen, wenn die dann auch irgendwie live tatsächlich performen können oder wenn sie dann eine Band dabei haben, so hier mit einer Auswahl mit Sammy Deluxe da, mit dem MTV, weil das ja auch nochmal zeigt, dass diese Musik tatsächlich handgemacht tauglich ist. Ja, ja, klar. Das finde ich immer cool dann auch zu sehen. Ja, genau. Okay. Hängt auch dann stark vom Autotune-Level ab, wie viel handgemacht da ist. Aber da bin ich auch in der Regel kein Fan von. Ja, ich habe zum Beispiel SDP auf Rock am Ring gesehen, wo die eigentlich auch nicht hingehören, aber egal. Das sind diese, wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag. Und die haben auch eine gute Show da abgeliefert. Dabei sind die ja eigentlich nur zu zweit, aber die hatten auch eine Band mit am Start. Und das war schon cool. Und dann hatte der so ein kleines Autotune-Gerät in der Hand, hat damit so rumgespielt. Das war lustig. Ja, okay, so viel zur Hip-Hop auf der Live-Bühne. Aber ich war auch mal auf einem Fettes Brot-Konzert. Das ist ja eher so meine Hip-Hop-Variante. Und da haben die irgendwann Gitarren ausgepackt und zumindest ein bisschen sowas, so ein paar Songs so punkig rübergebracht. Mhm. Das war auch ganz cool. Was ich bei Live-Auftritten von Hip-Hop-Acts im Allgemeinen cool finde, ist, dass da so diese Überraschungsgastquote in der Regel deutlich höher ist und auch ja einfacher umzusetzen. Ne? Also irgendwie, wenn jetzt, was weiß ich, Sabaton hat für ein Lied den Gitarristen von weiß ich nicht wem dabei, der Effekt ist halt in der Regel nicht so krass wie, keine Ahnung,
bei Beginner Füchse ist noch Sammy Deluxe auf einmal da oder irgendwie so. Ne? Also ja, weil man ja doch so Wiedererkennungswert funktioniert halt einfach ja viel über Stimme und Stimmenfarbe und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Und das ist halt natürlich was sich ja im Hip-Hop halt unendlich anbietet. Ne? Deswegen featuren die sich ja auch alle im Kreis ja ständig. Und wenn das keiner vorher weiß, ist das mega cool. Ja. Irgendwann habe ich mal so eine Doku über die Toten Hosen gesehen, wo sie dann den Rott von den Ärzten mit auf die Bühne geholt haben. Weil wenn der darf, dann spielt er ja richtig gut Gitarre. wesentlich besser als Kuddel von den Toten Hosen. Und dann hat der mal ein bisschen performen dürfen. Das war der echt darf. Ja, weißt du, aber darf er so selten, weil sonst Fari so, sich so blamiert. Das habe ich auch auf Rock am Ring gesehen. Da hat er dann an einem Stück hat er dann mal Gitarre gespielt und hat dann richtig abgerockt. Gitarren-Solo und Fari so, ja, okay, dann. Okay. Ich habe so kalte Hände gerade. Okay, normalerweise rechnet man ja beim Quartett nicht zusammen, sondern lässt so die einzelnen Einheiten gegeneinander antreten. Ich habe es trotzdem mal gemacht. Also in Summe kommen die Beginner am besten bei dir weg. Die haben 18 Punkte. Mhm. Und auf dem zweiten Platz sind die Grey Knights. Und auf dem dritten Platz, den teilen sich Sabaton und KIZ. Okay. Ja. Wenn das die Fakten sind, dann muss es so sein. Muss es so sein. Wir haben jetzt hier die Musik. Kategorie. Weißt du, woran ich da jetzt die ganze Zeit auch ein bisschen denken musste? Erinnerst du dich in Club der Toten Dichter an sozusagen die erste Szene mit Keating, wo er dann so vorlesen lässt, wie man so Literatur auf irgendeine random Skala einteilen lässt? So, und jetzt reißen Sie bitte diese Seite alle raus. Genau. So ist das nämlich. Und schmeißen Sie weg. Ja. Genau, aber trotzdem war das jetzt mal wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich fand es auch nochmal interessant, was wir uns eigentlich hier schon in unseren 68 Folgen mittlerweile für Bands hier empfohlen haben. Aber wie wenig das dann eigentlich ist, ne? Wenn ich jetzt weil mal wir so halt immer nur im Wechsel. Und 10 Stück, ja, genau. Ich habe auch nochmal 10 Stück. Ja, logischerweise. Logischerweise. Und wir haben ja irgendwann. Irgendwann damit angefangen, so regelmäßig zu machen. Aber die Hausaufgabe gibt es ja schon relativ lange, meine ich. Ich glaube, seit der 5. Folge. Ja. Ja. So, das heißt, dann sind das 33. Ja, das haut ja hin. Durch 2. Nee. Ja, das es hat auch nicht immer. Also manchmal. Dann doch 33 durch 3. Dann bist du bei ungefähr 11. Ja. Und jetzt fängt bei mir nämlich ein neuer Hausaufgabenblock heute an, glaube ich. Ja, genau. Und dann, wieder mit Musik, ne? Passt schon. Nee, weiß ich gar nicht. Nee, Spiel. Und wir hatten ja auch manche Folgen, da gab es keine Hausaufgabe, wie unsere Jubiläumsfolge 50. Oder die Folge mit Marc Hoffmann, wo ja tatsächlich mal ein Buch empfohlen wurde. So. Ein was? Ein was? meine Bands waren übrigens, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, The Black Keys, Flying Colors, Muse, I Blame Coco, Pink Floyd, Royal Republic, Frank Turner, Bodo Wartke, The Struts und vom guten Thomas empfohlen, Haken. Ja. Jetzt müsste man eigentlich so machen, dann ein richtiges Quartett rausbauen, oder? Also wir müssen jetzt eigentlich uns nochmal hinsetzen und allen Bands das zusortieren. Ja. Und dann kann man sich das vielleicht auf unserer Website ausdrucken. Das wäre so cool, richtig, oder? Spielen, oder? Ja, das könnten wir vielleicht mal. Machen. Ja, dann gibt ja diesen Download-Button, da ist momentan noch HLP, das Stadtland-Fluss-Spiel, in unserer Edition. Und vielleicht kann man da ja auch das nochmal, dann, dass sie über die Ferien was zu tun hat. Also bis dahin haben wir das vielleicht fertig. Ja. Das nehmen wir uns dann als Hausaufgabe vor. Ja. Cool. So, perfektes Timing. Wir sind erstmal soweit durch und haben hier über etwas sehr Wichtiges gesprochen, wie ich finde. Okay. Dann kommen wir zur gerade eben angesprochenen Hausaufgabe, würde ich vorschlagen. Mhm. Und zwar bin ich mit einem Spiel dran und habe noch ein Computerspiel mitgebracht. Ja. Und zwar auch ein durchaus schmerzlich vernachlässigtes Computerspiel unsererseits, über das wir schon ganz oft gesprochen haben, aber jetzt eben noch nicht aufgegeben haben. Und deswegen, liebe Leute, bald sind Sommerferien, spielt mal bitte Pokémon. Ja, spielt doch mal Pokémon jetzt. Ja, spielt doch Pokémon. Aber nicht Go. Spielt nicht Pokémon Go, das ist dämlich. Spielt Pokémon auf einem Game Boy. Am besten. Das wollte ich nicht auch mal sagen. Wir müssen noch mal mehr Gameboy-Spiele empfehlen. Das wäre am besten, wenn ihr ein Pokémon auf einem Gameboy spielt. Solltet ihr keinen haben, kauft euch einen. Oder solltet ihr nur moderne Konsolen besitzen, dann könnt ihr spielen Pokémon Schwert und Schild auf der Switch. Okay.
Das empfehle ich jetzt nicht als, das ist das beste Pokémon-Spiel, weil das ist es definitiv nicht. Aber es ist eben das Neueste. Es sieht dementsprechend offensichtlich am besten aus im Vergleich zu einem Gameboy-Spiel. Und es ist immer noch ein Pokémon-Spiel. Also Pokémon-Spiele sind ein bisschen wie Pizza. Auch die schlechten sind noch ganz okay. Geil. Guter Vergleich. Um mir das nochmal vorzustellen, weil ich bin ja jetzt ein älteres Semester, ich bin mit Pokémon Rot groß geworden. Oh ja. Meine Schwester hatte Pokémon Blau und ich habe irgendwann noch Pokémon Gelb geholt. Ja. Aber das ist ja alles so. Das ist auch der Hauptgrund, warum man halbwegs gleichaltrige Geschwister braucht, damit der die andere Pokémon-Version hat. Ja. Ja, und dann kann man nämlich richtig loslegen hier mit auch tauschen und so und so weiter. Ich muss mir dafür so Quatsch wie Freunde suchen. Richtig anstrengend. Ja, wie ist das jetzt im Unterschied Schwert und Schild dazu? Ist das trotzdem diese Draufsicht? Ist das trotzdem, sind die Kämpfe weiterhin so, du hast dein Pokémon vor dir und das andere Pokémon ist gegenüber und du schickst da so Attacken hin und her, so rundenbasiert? Ja, okay. Also am Spielprinzip hat sich eigentlich faktisch nichts geändert, bis auf ein paar Gimmicks halt so, aber das heißt, die Welt ist jetzt halt 3D offensichtlich, also so richtig 3D, das. Also, und so aus Third Person? Ja, so halb, diese Halbschulter Action-Adventure Sache. Ach so, okay. Würde ich sagen. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ja, an sich aber in so einem, halt so ein Anime Zeichenstil auch auf jeden Fall. Ja, Kämpfe rundenbasiert, ganz normal. Ja, und dann Städte, Arenen, Pokémon Center, alles weiterhin. Hohes alles, Gras ist zum Beispiel. Alles, genau, alles wie man. Ja, der Unterschied ist, man sieht, ich weiß nicht, ob das in neueren Gameboy-Versionen auch so ist, weil da bin ich nicht ganz so. Also mir fehlten so, ich habe eine relativ große Pokémon-Lücke. Irgendwie hier so Schwarz-Weiß 2 und weiß ich nicht was. Man sieht jetzt, ob im hohen Gras Pokémon sind und auch welche. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, ob das auf Gameboy-Version irgendwann auch schon mal so war. Weiß ich nicht. Hat das heißt, da konnte man nämlich dann eben gucken, so will ich jetzt grinden oder brauche ich das noch oder irgendwie so. Aber sonst. Okay. Aber im Prinzip klassisches Pokémon. Ja, dann spiel das doch mal. Spiel mal Pokémon. Genau. Wie viele gibt's jetzt? Weißt du ungefähr? Nee. 12.000. Es ist jetzt wohl so, dadurch, dass es mittlerweile schon so viele sind, gibt es nicht mehr alle in einem Spiel. Also jetzt in Pokémon Schwert und Schild hast du praktisch sowas wie so ein Best-of aus allen Regionen. 898 sind es. Genau. So, ja. Und die kannst du nicht alle in einem Spiel fangen. Mhm. So. Bei Pokémon Schwert und Schild ist es wohl irgendwie so, dass so dann irgendwie da Sachen reingehackt wurden, weil ich habe nämlich dann Pokémons nachher getauscht. Man kann mit der Switch dann so online tauschen. Dann sagst du einfach so, hier, ich habe dieses Pokémon, das will ich. Nicht mehr über ein Linkkabel im Gameboy? Nee, auch noch nicht mal nur mit Leuten, die du kennst. Ach so. Sondern du sagst einfach so, hier, ich habe hier Pokémon X, das will ich tauschen. Und dann kriegst du sozusagen, sagt irgendjemand at random, ich habe das auch. Und dann wird at random getauscht. Okay, ist ja eine logische Aber Sache. Ist schon, ja. Ja, und dabei hat man dann stellenweise Pokémon gekriegt, die das Spiel eigentlich gar nicht hat. Okay, cool. Na, das ist eine logische Fortentwicklung des Ganzen. Das ist schon okay so. Aber das heißt, ja, du hast auch dann stellenweise noch die Oldschool-Pokémon-Rot-Dudes sind auch am Start. Letztens habe ich was gelesen, Nintendo will jetzt, weil Nintendo will jetzt auch nicht binäre Pokémon einbauen, so aus dem Trend heraus. Ja. Aber meiner Meinung nach gibt es die schon, nämlich die ersten 150, außer die Nidorans. Denn die waren alle Neutrum und dementsprechend geschlechtlos, also nicht binär. Ja, einverstanden. Würde ich dir folgen, weil genau dieses Geschlecht haben die erst später eingeführt, wo man dann auch Pokémons ausbrüten konnte. Ja. Weil Pokémon kommen aus Eiern. Ja. Wissen wir von Togepi. Genau. Ja, und auch eben aus dem Gameboy-Spiel, weil nachher konnte man ja Eier haben, wo die rauskamen. Eier. Das heißt, Pokémon sind keine Säugetiere. muss man aber festhalten. Das ist wichtig, muss man mal festhalten. Und bin ich bei dir. Und selbst dann, wenn. Also diese Pokémon wurden ja dann später, also auch diese 150 wurden ja mit Geschlechtern versehen im Nachhinein. Tatsächlich? Ja, okay. Wenn du jetzt ja nachher irgendeine Version mit, wo es Geschlechter gibt, gespielt hast, also jetzt in Schwert und Schild zum Beispiel, gibt es männliche und weibliche Pikachus. Aber selbst in meiner Zeit war selbst Goldini nicht weiblich und Golking auch nicht männlich. Ja, hatte ich auch nie. Und ich glaube aber, meinst du nicht, dass sowas wie Ditto oder so ist also definitiv geschlechts... Ja. Fluid ist. Ja, Geschlechtsfluid. Aha, okay, richtig, ja, Wie sieht Ditto aus? Oder hier diesen, wie hieß der? Porygon. Dieses Polygon-Ding. Genau. Ja. Er hat ja auch safe kein Geschlecht. Nee. Ja. Nee. Okay.
Und ja. in unserem Sprachraum war es auf jeden Fall auch immer das. Das Pokémon. Das Glumanda, das Pikachu und so weiter. Ja. Um das nochmal zu klären. So. Ja, ungünstigerweise aber auch das Nidorina weiblich und das Nidorino. Und dann hat auch keiner der und die gesagt. Stimmt, ja, eben. So. Naja, okay. Gut. Spielt Pokémon. Spielt Pokémon. Es macht Spaß, wirklich. Ja, das war's, oder? Das war's. Hau rein. Tschüss. Dann habe ich nämlich noch ein schönes Gedicht heute zur Verfügung. Ich bin ja durch mit meiner Liebesgedichtereihe und ich dachte, jetzt kümmere ich mich mal um eben, Zitat Goethe, das Urei der Dichtung. Ballade. Genau. Was ist noch mal eine Ballade? Ein Erzählgedicht. Genau. Es vereint quasi alle drei Kategorien oder alle drei Gattungen der Literatur ineinander. Lyrik, Epik und Dramatik. Genau. Und heute möchte ich ein Gedicht vortragen, was ich schon einmal, hier Callback 3 Millionen, in irgendeiner ganz frühen Folge angesprochen habe, als es um den Untergang von Rungholt ging, ihm heute vor. Nämlich das die Ballade Trutzblanke Hans von Detlef von Lilienkron aus 1800 irgendwas. Ja. Und vertont von Achim Reichel. Und das wollte ich nämlich jetzt auch machen. Ich nehme alle Balladen aus eben diesem Album, Regenballade von Achim Reichel, und trage die so nach und nach vor. Außer der Fischer, weil das habe ich schon mal vorgetragen. Okay, sehr gut. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und bleibt gesund und bleibt zu Hause. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Also stimmt alles, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Kann man nur so weitergeben, weil das Wetter ist wieder schlecht. Das ist auch mal schön. Also setzt euch einfach zu Hause hin, vielleicht auf dem Balkon, vielleicht auch einfach drinnen. Hört ein bisschen Musik und versucht mal die Kategorien nachzuvollziehen, nach welcher ihr eigentlich Musik bewertet, nach euren Maßstäben. Und wenn ihr darauf keine Lust habt, dann spielt Pokémon. So, jetzt Trutzblanke Hans. Übrigens, um das nochmal zu erklären, der blanke Hans ist die Nordsee. Heut bin ich über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte, aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte. Trutz, blanke Hans. Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden, liegen die friesischen Inseln im Frieden und zeugen weltvernichtender Wut, taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut. Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten, der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten, trotz blanke Hans. Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer tief auf dem Grunde. Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand, die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand. Es zieht 6 Stunden den Atem nach innen und treibt ihn 6 Stunden wieder von hinnen. Trutz, blanke Hans. Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen die Kiemen gewaltige Wassermassen, dann holt das Untier tiefer Atem ein und peitscht die Wellen und schläft wieder ein. 4000 Menschen im Nordland ertrinken, viel reiche Länder und Städte versinken, trutz blanke Hans. Rungholt ist reich und wird immer reicher, kein Korn mehr fasst der größeste Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom staut hier täglich der Menschen Strom. Die Sänftigen tragen Syrer und Mohren mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren. Trutz blanke Hans. Auf allen Märkten, auf allen Gassen, lärmende Leute, betrunkene Massen, sie ziehen am Abend hinaus auf den Deich. Wir trotzen dir, blanke Hans, Nordseeteich. Und wie sie dröhnend die Fäuste ballen, zieht leis aus dem Schlamm der Krake die Krallen, trutz blanke Hans. Die Wasser ebben, die Vögel ruhen, der liebe Gott geht auf leisesten Schuhen. Der Mond zieht am Himmel gelassen die Bahn, belächelt der protzigen Rungholter Wahn. Von Brasilien glänzt bis zu Norwegs Riffen, das Meer wie ein schlafender Stahl, der geschliffen, trutz blanke Hans. Und überall Friede im Meer in den Landen, plötzlich wie Ruf eines Raubtiers in Banden, das Scheusal wälzte sich, atmete tief, schloss die Augen wieder und schlief. Und rauschende, schwarze, langmähnige Wogen kommen wie rasende Rosse geflogen, trutz blanke Hans.
Ein einziger Schrei, die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, schwamm andern Tags der stumme Fisch. Heut bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Trutz Blanke Hans. Ding, dang, dong.